Verpackung. Meine Güte, man muss echt aufpassen, denn wenn man keinen Korb dabei hat, dann kann alles runterfallen. Ist ja logisch. Aber alles halb so wild, denn schließlich sind die ganzen Sachen ja eingepackt. Also viel mehr als nur eine reine Werbefläche mit ein paar bunten Bildchen. Eine richtige Schutzfunktion. Wer macht das überhaupt? Ich glaube, dem gehe ich mal nach. Kommt mit. Tja, wollen wir mal schauen, ob ich hier endlich meine Informationen finde. Hm? Ja, hallo, kann ich Ihnen helfen? Hallo. Wo kommt eigentlich die Verpackung her? Ja, meine Schicht beginnt gerade. Kommst du mit, kann ich dir alles zeigen. Ehrlich? Ja, klar. Ja, super. Dann gehen wir mit, oder? Ich bin Timo Grotschel, bin 22 Jahre alt, arbeite seit 2006 als Medientechnologe im Flexodruck. Da habe ich meine Ausbildung begonnen. Und so sieht dann ein typischer, wie nennt man da Beruf? Medientechnologe im Flexodruck. Ich will jetzt erstmal ein bisschen was drucken sehen, oder? Ja, dann gehen wir in eine Druckerei. Irgendwie? Zeig dir eine Maschine. Wo lang geht's? Da vorne lang. Da vorne lang. Oder da vorne lang. Also Timo, hier wird gedruckt, wir haben es geschafft. Ja, das ist eine Druckmaschine, genau. So schnell geht's, wie das hier durchblitzt. Es sind schon einige Folien abgedruckt worden. Ja, ist keine Folie, das ist das flexible Klischee. Das ist der erste Schritt, wo wir jetzt hingehen. Ach so. Das heißt, ohne das hier wäre das Ganze gar nicht möglich. Genau. Dann gehen wir erstmal zum flexiblen Klischee oder wie das auch immer Moment, heißt. Dann gehen wir da einfach rein. Das kriege ich bis dahin hin. Genau. Also das Schönste, was ich an meinem Beruf finde, ist die Selbstständigkeit und die Flexibilität in unterschiedlichen Bereichen. Ja, ich mache so gesehen die Verpackung für Lebensmittel. Ist auf jeden Fall ein vielseitiger Beruf. Ja, nachdem das Klischee jetzt alle Schritte durchgegangen ist, zuletzt aus der Trocknung kam, haben wir jetzt hier das fertige, flexible Klischee. So sah es vorher aus. Genau, ganz normal schwarz. Jetzt haben wir hier wirklich alles ausgewaschen. Wenn ich das so zusammenrechne, in etwa 4,5 Stunden dauert das ja dann. Ja, genau. Kann man das sagen? Ja. Das heißt, am Tag, was wird da produziert? Circa 10 Stück. 10 Stück am Tag. Hier sind die sogenannten, wie heißt das? Sleeves heißen die ganz. Genau. Ne? Ja. Okay, wunderbar. Dann packen wir es irgendwie drauf. Wie geht das? Ja, schnappst du mal einen Sleeve und ich zeig dir das. Och, ich muss mir jetzt einen Sleeve packen. Ja, nehm mal einen mit. Muss ich auch noch arbeiten hier oder was? Na gut. Wo lang geht's denn? Hier lang, komm mal mit. Und das ist dann auch Teil der Ausbildung, diese Arbeit hier? Ja, dieser Bereich ist auch Teil der Ausbildung. Ein bisschen was von Mondlandung, auch wenn ich die Monitore da sehe. Ne? Mondlandung, ja. Die Ausbildung umfasst eine Zeit von 3 Jahren. Es wird darauf erstmal Wert darauf gelegt, dass die Ausbildung hauptsächlich an den Druckmaschinen stattfindet. Die ganze Peripherie darum, um die Druckmaschinen herum, die Fertigung der Druckplatten, das Ausmischen der Farbe, die Montage der fertigen Druckplatten für die Druckerei ist natürlich ebenfalls Teil der Ausbildung. Aber der erste Grundsatz der Ausbildung ist, drucken muss man lernen. So, ja, dann zeig mir mal, wie das so geht mit der Farbe. Ja, das kann ich wohl machen. Du darfst dir jetzt hier einen aus dem Fächer aussuchen. Suche ich mir mal eine Farbe aus. Wie fühle ich mich? Ich bin heute so leicht blau, würde ich fast sagen. Nehmen wir doch einfach mal hier die hier. Ein schönes Blau. Machen wir es einfach mal. Ja. Dieses zweite von oben, ja? Gut, da haben wir jetzt hier einen Farbton. Mhm. Den werden wir jetzt erstmal einscannen. Wird uns der Computer sagen, wie viel Farbe wir dafür brauchen, was für Farbe wir dafür brauchen? Ja, es ist natürlich klar, dieses Farbenmischen oder das Erzählen von Farben beziehungsweise auch das Erzählen von Farben, dadurch, dass zwei Farben übereinander drucken und dadurch einen gewissen Effekt erzielen, wird natürlich in der Ausbildung beigebracht. Ja, meine Güte, das sieht verdammt nach dem Blau aus, was ich da eben im Fächer hatte. Und schaut mal, es ist eindeutig das Blau, was ich haben wollte, ja? Das ist hier für ein Riesending. Ja. Meine Güte. Das ist das Druckwerk. Hier passiert das Hauptsächliche, was beim Drucken das Wichtige ist. Hier wird die Farbe aufs Klischee übertragen und vom Klischee auf die Folie. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sieht ja schon aus wie, keine Ahnung, wie so ein richtiges Hightech-Ding. Ja, das ist also von wegen Drucken, wie ich mir das vorstellte noch eben. Das ist Hightech pur. Und jetzt mal ehrlich, was kostet sowas in etwa? Ein paar Millionen. Ehrlich? Ja. Diese Maschinen heutzutage setzen sich mit modernster Elektronik
zusammen, die dementsprechend bedient werden müssen, um auch diese Geschwindigkeiten und auch um diese Qualitäten erzeugen zu können. Die Plusperipherie bei einer Investitionssumme von ca. 3 Millionen Euro nach oben hin offen liegen. Und alleine das sollte schon ein Indiz für die Drucker sein, wie wichtig sie dort sind und was für moderne Maschinen dort bedient werden. Wenn du jetzt hier als Drucker letzten Endes stehst du dann hier an so einem Millionen Euro teuren Ding. Wenn du die komplette Druckausbildung fertig hast, bist du selbstständig für so eine Maschine verantwortlich. Du kriegst deinen zweiten Mann, der dir dabei hilft, und bist dann so gesehen hier ja, dein eigener Chef. Ziehst das Ding durch und wenn du echt mal Probleme hast, kannst du noch um Hilfe fragen, aber sonst hast du echt hier eigene Verantwortung. Ja. Okay, und jetzt kommt diese Walze oder diese Folie da rauf. Das machst du vollautomatisch. Da brauchst du nur ein paar Knöpfe. Die Folie hänge ich jetzt per automatisch, also per Zwei-Knöpfe-System rein. Da ist teilweise vielleicht auch ein bisschen dieser Job, wenn man zum ersten Mal so ein Video sieht, vielleicht auch ein bisschen körperlich schwer aussieht. Ist es mittlerweile aber so, dass wir für sämtliche schweren Arbeiten Gerätschaften gibt. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass es auch was mit Design zu tun hat, dass es damit zu tun hat, dass Druckbilder optisch beurteilt werden müssen, Farben beurteilt werden müssen, ist es schon ein Job, der für Frauen geeignet ist. Genau, und die Folie hinten aufgerollt, bei uns werden es jetzt Pommes-Tüten, aber eigentlich ist es ein bisschen schade, die werden dann weitergeliefert und man hat gar nichts am Ende richtig in der Hand, oder? Ist das ein bisschen schade? Das denken die dann am Ende nur essen und damit gar nichts zu tun hatten. Wenn ihr dann zu Hause auf dem Sofa ist und erst eine Tüte Chips, dann haben wir so eine kleine Stelle im Produkt. Das heißt, hier, jeder Drucker hat hier eine individuelle Nummer. Was? Und kann dann einmal gucken, oh, die Tüte kommt von mir. Dann weiß man, ja, habe ich mal gemacht. Wie so eine Art Autogramm, meinetwegen. Genau. Ich sehe die Zukunft des Flexodrucks in den allerrosigsten Farben. Und zwar aus mehreren Gründen. Der Bereich der Verpackung ist auf jeden Fall weiterhin spannend und wird zunehmen in Menge und in Qualität. Zudem hat der Flexo den großen Vorteil, dass er diese riesige Bandbreite von Materialien bedrucken kann. Und er ist das umweltfreundlichste der Druckverfahren, von allen Druckverfahren. Wenn es ein Verfahren in die Zukunft schafft, dann ist es der Flexodruck. Und er beweist das seit Jahrzehnten mit stetigem Wachstum. Und das sehe ich auch für die Zukunft voraus. Ist okay, komm. Du, ich muss dich jetzt leider rausschmeißen. Wir haben vorne Kunden, die wollen sich das neue Motiv gleich angucken. Ich sag einfach nur tausend Dank für die Einblicke. Timo, wunderbar. Ich bereue das überhaupt nicht, dass ich diese Ausbildung angefangen habe. Ich habe auch weitere Möglichkeiten in die Zukunft hin. Ich könnte studieren gehen, ich könnte mein Abi machen. Ich kann auch hier in der Firma aufsteigen. Ich habe echt noch alles offen. Die Ausbildung hat mir sehr geholfen. Timo ist jetzt drin und führt sein Kundengespräch und ich bin, wie ihr seht, draußen, habe mir jetzt meine Tüte wieder geholt und werde jetzt gleich nach Hause gehen. Tja, wer hätte gedacht, dass Verpackungsdruck so vielseitig und interessant sein kann? Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann besucht diese Website und ich sage tschüss. Bis dann. Ciao. Und sieh mal an, wer hat die Tüte dieser Chips gemacht? Natürlich der Timo. Hat er nicht gelogen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.